Juch! Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu diesem Reaction-Video. Hinter der Kamera steht wieder Lukas. Hier ist meine EXC. Die hat keine Batterie, warum? Seht ihr in einem Vlog, wenn ihr ein bisschen zurückschaut, den ich hochgeladen habe, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und jetzt müssen wir mal das ganze Ding hier vorbereiten. Das Geilste eigentlich, so der kleine Bonsai kommt hier beiseite. Das Geilste hier ist eigentlich, dass wir keine Vorhänge haben, sondern dass wir diese, wie nennt man die eigentlich, weißt du das? Ich weiß es nicht. Naja, diese Dinger hier haben, die einfach perfekten Schatten bieten. Gerade im Sommer wird das, glaube ich, richtig geil, wenn es hier voll heiß wird. Und ja, wir bauen das jetzt auf und dann sehen wir uns am PC. Bis gleich. So, los geht's. Wir haben hier den Fooligan. Komplett legale Maschine. Der redet auf jeden Fall mit dem Junge. Boah, was? Juch! Digga, hä, sein Bike liegt da. Warte mal. Hat er den übergefahren? Warte mal. Können wir einmal kurz zurückgehen? Er hat den Spiegel gerade eben, der andere Motorradfahrer hat den Spiegel abgehauen. Okay, wir wissen leider nicht, was vorher passiert ist. Wir fangen jetzt an und er sagt irgendwas und es geht um den hier vorne. Ne? Genau, und er hält ja neben ihm an und die. Genau, aber der schreit schon richtig. Hat er ihm da gerade was ins Gesicht geworfen? Wahrscheinlich, so? Der hat es so weg, als hätte, ja. Vielleicht hat er ihn angespuckt oder sowas, was angeworfen. Auf jeden Fall will er jetzt den Spiegel abschlagen, trifft nicht. Na gut, zweiter Punch. Und jetzt ballert er den richtig weg, guck mal. Pam! Aber warum fliegt er jetzt hin? Oder irgendwie sein Bike? Ja genau, warte, das versuchen wir jetzt zu gucken. Get out the car. Schmeißt sein Bike hin, guck mal, hier unten. Get out the car. Er hat es selbst hingeschmissen und gesagt, komm aus dem scheiß Auto raus. Ja, ja, schon. Was? Und jetzt guck mal nach vorne, ja, weil ja. Ich glaube, der überfährt den jetzt. Nee, machen wir weiter. Oh, oh my god, he just hit you. Junge, jetzt geht's richtig ab. Haut er jetzt ab? Hat den gerade umgefahren? Junge, der hat den umgefahren. Frank, der zieht bestimmt gleich noch eine Knarre. Frank, der haut ihn jetzt wahrscheinlich auf. Wie kannst du vor den fahren? Oh, was ist denn behindert? Wie kann man denn so doof sein? Also, warte kurz. Also, wenn ich würde mit dem herfahren. Ich würde, wir beide, jemand fährt dich an. Ja. Dann fahre ich dir mit daher, aber ich fahre nicht vor denen, weil ich weiß, der Typ ist verrückt, der hat dich schon, also den anderen überfahren. Vor allem bewusst dann, überfahren. Ja, diesmal, ne? Nicht aus Versehen. Dann fahre ich doch nicht vor denen, Junge. Ich habe hier schon, ich kriege hier schon ein schlechtes Gefühl. Warte. Jetzt. Das wäre mir schon zu weit, weil wenn der jetzt rüberzieht, so. Junge. Der hat eh schon Dachschaden, krank. Vor allem ist das ja auch nicht das Schlauste jetzt gerade, ne? Guck dir mal an, wie hoch das ist, das ist auf seiner Kopfhöhe. Der kann einfach überfahren werden. Vor allem, und dann kommst du unter die Räder oder so, wenn du Pech hast. Haut der jetzt ab? Go get him! Go f***ing get him! Krank. Zu irgendwelchen Aber Random. Er macht das, glaube ich. Nein, der biegt einfach nur rechts ab. Das kann man doch jetzt hier nicht so stehen lassen. Amerika ist ab und zu echt verrückt. Da hupen die Leute noch. Aber gut, er konnte das Bike auch umwerfen, weil er einfach einen Sturzpad hat. Ja. Ne? Fahren die jetzt nicht mehr hinterher? Ja, wie? Das Bike ist Schrott, oder? Nee. Oder geht? Apparently he pulled into the gas station. Wow. Oh, da gehen wir jetzt raus. Ja, wir gehen jetzt ins Originalvideo, Leute. Das müssen wir, egal was noch in dem Reaction-Video passiert. Warte, warte. Goodness, just thank goodness we're alive. But now, let's break it down. Krank. And go so play by play. Spur mal vor. It's like go super friendly like on him. Like don't talk shit. Just be like, hey buddy. Alright, yeah, so right there I was like basically like throw his whole head back. That was a far flint. I could have threw my neck out right there. Er hat irgendwas geworfen auf jeden Fall. Get out the car! Ich will nur wissen, wie es weitergeht. Alright, so this next. Ja, okay, das war. He just hit my friend, you jackass! Was that guy did pull into the gas station? Jerry gets over there, I get over there, and then I see the guy starting to take off again, and my back into my.
So, das haben wir den nächsten. Kameraqualität ist verrückt irgendwie. Wo ist das? Aber das eben war mit das Verrückteste, was ich je gesehen habe. Der überfährt zwei Leute und Spiegel fliegt und da war alles inclusive. Schade, dass es nicht weitergegangen ist. Ich hätte mich interessiert, ob man da irgendwie noch eingeholt werden kann oder nicht. An idiot. Was ist das für eine Kamera? Das alles hat so einen Rotstich oder ja, so. Weißer Quell. Oh ja, da sieht man auch viel vom Motor. Ja, schön im laufenden Verkehr filtern. Ja, das sind so richtige Gangster, die ziehen gleich noch eine Waffe oder so. Ja, die haben, gut, man kann sich auch aufregen, aber man kann es auch sein lassen. Aber in Amerika hätte ich immer Angst. Ja, immer. Ich habe voll Angst, die ziehen gleich eine Waffe. Ich würde nie was sagen, glaube ich, in Amerika. Nee. Da werden richtig viele bei Road Rage erschossen. Ja. Kann ich mir vorstellen. I didn't do nothing. Was für eine Diskussion. Das sieht ganz komisch aus, wenn man das Motorrad nicht sieht, irgendwie. Boah, das auch ist völlig schräg irgendwie. Ja, ich weiß immer nicht, was die Leute mit ihren Kameras machen. Das Ding ist, Spiegel, 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 Spiegel. Komm! Spiegel ist schon nah. Warum filtert er jetzt nicht einfach dran vorbei? Ich verstehe das nicht, weil das, so wie er jetzt gerade fährt, ist einfach dumm. Fahr doch einfach vor das Auto, nicht neben das Auto, dann fährt dann er auch nicht provoziert weiter. Er so extra. Das ist so unlogisch. Also das ist wirklich dann... Are you okay? I can't do anything. Krank ist ein Fuß. You look how close you are. I've got it all on camera, mate. It's called filtering traffic. You're allowed to do it on a motorbike. Ist das in Großbritannien erlaubt? Ja. Ich will auch jetzt einfach vor ihm fahren. Punkt. Das ist eine MT09, ne? Finde ich irgendwie tatsächlich, ich habe mich gestern mal aufgesetzt, ganz geil. Also, so als Naked. Boah, jetzt haben wir hier wieder Ton. Ton as fuck. Boah! Hat der gehauen? Oder ist der Spiegel? Der Spiegel ist gut. Viel zu schnell. Und dann kommt er da raus. Jetzt sich bei dem beschweren? Das kann er doch gar nicht sehen. Nee. Da von hinten anfangen, das war schon der Ernst. So geil, vier Spuren. Guck mal, die schönen Blinker. Das ist das, was ich David erzählt habe. David! So, jetzt muss David rüberkommen. Weißt du noch, als ich dir das erzählt habe mit dem Mustang, wie schön die in Amerika blinken? Ja. Jetzt kommen wir direkt rein. So, Leute, hier, David Boost hier am Start. Was geht? Und jetzt guck mal, es geht nur um den Blinker. Genau. Guck hier. Jetzt guck mal, wie schön der Blinker aussieht. Jo. Weil das in den Bremslichtern nicht total. Man sieht es ja trotzdem. Ja. Also er sieht zwar nicht im Motorradfahrer, aber man sieht, dass er blinkt. Das ist mega geil. Geile Sache. Oh, ich bin für die Legalisierung. Was macht ihr jetzt? Ist das Rechts- oder Linksverkehr? Ich weiß es ab und zu in den Videos auch einfach nicht. Ich glaube, es ist Linksverkehr. In der Einbahnstraße. Ach Digga, fahr doch mit deinem Motorrad jetzt auf den Bürgersteig. Ja. Mann. Als Autofahrer würde ich jetzt Vollgas geben. Oh was? Also ich weiß nicht, mir ist es kürzlich auch passiert, dass mir einer an der Einbahnstraße entgegengekommen. Der hat das einfach nicht gerafft. Leute checken das manchmal nicht. Ist die Frage, ob das eine Einbahnstraße ist? Ist das gerade vorgespult oder redet der echt so schnell? Ich glaube, der redet so schnell. Das ist auch einfach keine Reaktion von dem Autofahrer, glaube ich, richtig, oder? Also man sieht es leider nicht richtig. Jetzt ist normal. Es war echt vorgespult. Oder war die Maschine an und hat sich so komisch angehört? Das, Digga. Also jetzt ist übertrieben, es ist keine Einbahnstraße, sondern er meint, da war ein Platz, da hätte er reinfahren können. Digga. Bei sowas ist es immer gut, wenn du Zeit hast. Kümmer dich aber nicht drum. Ich würde einfach im Auto sitzen bleiben und so mein Ding. Sitze so und guck. Dann fährt er schon irgendwann. Vor allem, wie viele Autos da jetzt dahinter blockieren. Boah! Ich würde, wenn ich hinter jedem Motorrad fahre, im Auto, ne, ich würde ausflippen. Ich würde sagen, Digga, fahr doch jetzt zur Seite. Ja. Weil wenn der Motorradfahrer wegfährt, dann kann der Bus da rechts in diese Lücke reinfahren. Jetzt spurt er noch vor, echt. In diese Lücke, guck mal hier. Und dann können alle Fahrer vorbei. Ja, die Fahrer sind doch nicht auf seiner Seite. Guck mal jetzt. Ja.
Hä? Was ist jetzt los? Hä? Jetzt bin ich gerade... Jetzt kommt noch eine Rescue-Aktion. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ist das jetzt eine Biker Anais featuring Road Rage Compilation? Ist er das jetzt aus dem Auto? Wo ist der hergekommen? Ey Leute, also da nützt auch Pausieren nichts, das ist jetzt ja richtig. You got all that room to pull in. You've seen me coming and you still pulled in. Jetzt, ja. Digga, jetzt ist so geil. Was ist das für ein geiles Video heute, ey. Das ist, aber der, sorry, der Motorradfahrer, das ist einfach dumm. Ich werde also, da schon lang, guck mal jetzt. Go, then. Junge, was ist los mit dir? Also da bin ich ja auch voll auf den Seiten des Autofahrers. Das, bitte. Also am Anfang, ich kann schon verstehen. Was ist das Auto? Ich kann schon verstehen. Ich muss nochmal stoppen. Ich kann schon verstehen, dass er... Also das war ja, du musstest dir ja umdenken, ne? Er hatte ja Vorfahrt, du bist ja Linksverkehr. Ja. Das heißt, das Auto kann schon rechts in die Lücken rein. Wenn er es dann verpasst hat, dann kannst du auch sagen, Digga, dann stehst du vor ihm und sagst, merkst du, hast du falsch gemacht, du hättest da reinfahren können. Aber minutenlang davor stehen, das wäre mir einfach zu dumm. Das waren, glaube ich, eine Viertelstunde oder so, ne? Also das war ich weiß nicht, wie schnell jetzt vorgespult war, es war auf jeden Fall eindeutig zu lange. Hä, das war das Video eben schon. Ja. Der hat nur einmal gerafft. Can't see the shadow of the car approaching here. Ich sehe überhaupt kein Shadow. Hä? Shadow? Wo ist denn Shadow? Oh! Digga. Guck mal, er entschuldigt sich sogar noch. Der ist einfach noch gelb und fährt halt ein bisschen schneller, um da rüber zu kommen. Und der vor ihm rastet aus, oder was? Das, ab und zu gibt's echt Hausmeister auf Motorrädern. Ja. Die Töne. Boah, diese Hupe. Das hat gut weh. Motorräder dürfen eigentlich nicht hupen. Die müssen, wenn, dann müssen sie Rev-Bombs geben. Rev-Bombs sind Leben. Diese Töne liebt er, ne? Das hatte ich aber auch schon häufig, auch im Auto als am Motorrad, dass Leute dann so, oh, ich fahre mal kurz rüber. Dudes. Time to talk. Kamu buat bang bagi signal. Kalau saya kena mati bang. Lambat bang. Wie geil hört sich diese Sprache an. Was ist das für eine Sprache? Schreibt es in die Kommentare. Ich finde es so geil, dass du hast keine Ahnung und in den Kommentaren wird es wieder Experten geben, die sagen, hör Digga, es ist als Beispiel jetzt Indonesisch, ich komme aus Indonesien oder sowas. So geil, ich liebe das. Ja, Mann. Hey, wie früh hat der gehupt? Boah, ich weiß nicht, Das war extrem. Nein, aber es war schon gut, aber wie früh hat der gehupt? Boah, was ist das denn? Wo ist denn der gefahren? Das ist mir heute auch passiert. Ich bin mit dem Auto gefahren, so um so eine Halbkurve und so ein Auto fährt einfach auf den Bordstein so rüber. Fahrradfahrer, ey, Junge. So, das war mal wieder richtig geil. Hat mega Spaß gemacht. David! David! Ja? Beim nächsten Reaction-Video bist du auch wieder ganz dabei. Da kriegst du nicht nur eine Gastrolle. Ich glaube, wir grenzen David aus. Wisst ihr, Leute, ich finde das echt nicht korrekt. Ich werde hier wieder ausgegrenzt, ihr macht da schön Reaction-Videos. Ich finde das nicht okay. Wirklich. Das ist einfach eine Frechheit. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, wie ihr das findet. Ist das noch fair, dass ich hier ausgegrenzt werde und die zwei wieder Vlogs machen? Reaction-Vlogs. Das Leben ist hart. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen oder gerade noch besser ohne David. Ha, wer weiß. Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace und haut rein, ihr Landratten.